Herzlich willkommen zu Hamburgisch bei Culture. Was ist eigentlich Hamburgisch? Hamburgisch, sind es die Fischköppe? Ist es eine gewisse Steifheit? Ist es unser Hang zu allem Kaufmännischen? Was hat sich verändert an der Hamburger Mentalität? Gerade in Zeiten, wo wir neuesten Zahlen zufolge 30% der Hamburger nachgewiesenermaßen vom Statistischen Landesamt einen Migrationshintergrund haben. Also gibt es das noch? Was ist Hamburgisch? Hat sich das alles schon aufgelöst? Wie sehen das ganz verschiedene Menschen und Generationen in dieser unserer schönen Hansestadt? Ja, und meine Damen und Herren, diese Frage stelle ich mir natürlich nicht allein, sondern wir schauen in jeder meiner Sendungen durch die Augen unseres Gastes darauf. Und meine Gäste sind mehr oder weniger prominente Hamburger Persönlichkeiten. Und sie haben schon viel in ihrem Leben gesehen. Sie kennen Hamburg von innen und außen. Sie kommen aus den verschiedensten Ecken unserer Hansestadt. Und meistens sind sie auch, also sie haben alle über den Tellerrand geguckt und meistens sind sie auch noch in anderen Ländern engagiert oder waren es und so weiter. Und das gilt auch für meine heutige Gästin. Sie ist eine junge Frau, hat schon viel von der Welt gesehen und ist eine echte Hamburger Dern. Und ihre Spezialität ist das internationale Marketing. Herzlich willkommen, Britta Kumi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Frau Kumi, klasse, dass Sie hier sind. Sie sind ja noch so gar nicht so lange wieder in Hamburg. Sie sind jetzt zuletzt, waren Sie wo in der Welt? Ja, richtig. Ich bin vor 2 Wochen aus Valencia wiedergekommen. Ich habe dort studiert und mich im Bereich Marketing spezialisiert. Mhm. Und das ist jetzt schon Ihr zweites Studium? Ja, richtig. Vorher habe ich internationales Management studiert und habe mich im Bereich Marketing da schon spezialisiert, Bereich Marketing und Multikulturalität. Was für Zusammenhänge zwischen Marketing und Multikulturalität besteht. Mhm. Ja, da frage ich doch gleich mal, welche Zusammenhänge bestehen denn da? Ja, natürlich. Da muss man natürlich das Konzept von Marketing gut verstehen. Was bedeutet Marketing? Marketing. Ja, mal in einfachen Worten. Wir sind ja alle keine Spezialisten. Ja, ganz einfach. Marketing bedeutet, Menschen zu verstehen. Und eine Grundlage dafür, Menschen zu verstehen, ist natürlich, ihre Kultur zu verstehen. Denn nur wenn man die Kultur versteht, versteht man diese Menschen. Und deswegen spielt auch Kultur nicht nur im privaten Leben, sondern auch immer mehr und mehr auch im Bereich im Geschäft eine große Rolle. Mhm. Haben Sie vielleicht mal ein Beispiel so aus dem Business? Also woran merkt man das? Also jetzt mal irgendwie. Ja, beispielsweise ganz einfach bei Konsumgütern. Gehen wir beispielsweise mein Lieblingsland nach Ghana. Wie kann man in Ghana am besten verkaufen, indem man die Menschen versteht? Und ja, und dafür braucht man ja die Kultur. Aha. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, man würde, egal welches Produkt, man würde das in Ghana anders verkaufen als hier in Deutschland. Ja. Mhm, zum Beispiel. Nehmen Sie mal irgendein Beispiel von irgendeiner Marketingkampagne. Beispielsweise einfache Produkte wie, was für ein Produkt können wir nehmen? Gebrauchsgüter. Ja? Zum Beispiel wie Essensgüter oder Getränke. Ja, aber zum Beispiel eine Kampagne. Also bei uns, nehmen Sie mal ein echtes Getränk und wie wird das bei uns und wie wird das in Ghana verkauft? Ja, beispielsweise nehmen wir Cola. Ja. In Ghana würde man das ganz anders vermarkten. Cola würde man vielleicht mehr so darstellen, dass die Familie das gemeinsam genießt, dass es eine Attraktion ist. Mhm. Hier wäre es vielleicht, in Deutschland würde man das vielleicht anders vermarkten, ganz bestimmt. Da würde man vielleicht Cola ganz alleine genießen. Ja, oder mit Freunden. Oder mit Freunden, aber ja. Mhm, ja. Und in Ghana wäre es unbedingt die Familie. Definitiv. Ja. Oder mit Freunden. Gut. Also damit haben wir ja schon einen kulturellen Einfluss irgendwie aufgelöst, nämlich Ihre Eltern kommen aus Ghana und Sie sind so richtig hier in Hamburg geboren. Ja, richtig. Also meine Mutter und Vater kommen beide aus Ghana. Sie sind Ashantis, also aus Kumasi. Und ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen und zur Schule gegangen und ja. Und weil die Frage ist nämlich auch so ein bisschen, Sie haben ja dieses International Management und studiert mit einem Schwerpunkt damals auf interkulturelle Kommunikation und heute eben diesen Marketing-Schwerpunkt. Also wie sehen Sie das selber, dass Sie so für dieses Thema sich engagieren, also für diesen Bereich? Jetzt für Kultur? Ja. Ja, natürlich. Und Business. Ne? Ja, Kultur und Business, richtig. Also als ich damals mir einen Studiengang ausgesucht habe, wollte ich gerne was aussuchen, was
nicht nur in Deutschland eine große Rolle spielt, sondern auch in Afrika. Mhm. Schließlich sind meine Wurzeln aus Afrika. Deswegen hat Afrika oder beziehungsweise Ghana immer eine große Rolle gespielt. Und ja, deswegen auch International Management. Ja, klar. Ihre Abschlussarbeit haben Sie über ein ganz spannendes und auch in Hamburg wichtiges Thema. Hamburg möchte sich generieren als die grüne Stadt in Deutschland. War ja auch im European Green Capital im letzten Jahr. Und Sie haben über Solar- und Windenergie in Ghana das Marktpotenzial erforscht. Was können Sie uns darüber sagen? Ja, richtig. Und zwar war ich 2007 in Ghana. Und da war regelmäßig Stromausfall. Manchmal hatten wir 3 Tage keinen Strom. Dann hieß es, an einer Woche würden wir regelmäßig Strom bekommen. Dann haben wir Fernsehen geguckt und mittendrin, wo es total spannend wurde, war Stromausfall. Mhm. Insofern, und als ich dann meine Bachelorarbeit geschrieben habe, wollte ich ein Thema, was aktuell und auch für mich interessant ist. Und wie gesagt, ich habe mich immer für den afrikanischen Markt immer sehr interessiert. Und somit hat sich das Thema Wind- und Solarenergie herauskristallisiert, weil das ja auch nachhaltig ist. Und dann habe ich das natürlich im Zusammenhang mit Ghana gemacht und dabei auch sehr viel dann über das Land gelernt, noch viel mehr. Obwohl ich immer schon dachte, dass ich schon so viel wüsste. Aber dann merkt man schon, dass man doch gar nicht so viel weiß. Und was war für Sie das Neueste, das Überraschendste? Ja, das Überraschendste ist, dass auch Windenergie und Solarenergie auch in Ghana sehr viel Potenzial hat. Und das ist etwas, worüber man vorher gar nicht nachdenkt, weil das natürlich in Afrika noch keine große Rolle spielt. Das ist noch ein ganz neuer Markt. Und das ist ja immer ein Thema, was man mehr in Europa oder beziehungsweise in den Entwicklungsländern bespricht. Und in den Entwickelten. In den Entwickelten, genau. In den Entwickelten, genau. Mhm. Und insofern ist es was Neues. Und ich habe mir gedacht, also ich denke sehr, wie viele auch andere, dass viele afrikanische Länder wirklich Potenzial haben. Und wenn man da langfristig investieren möchte, wenn das langfristig an den Markt wachsen soll, dann ist Energie etwas, woran man überhaupt nicht kommt. Also spielt Energie eine große Rolle, auch für die Lebensqualität. Und das ist natürlich etwas, was man dann kommunizieren muss, worüber viele Leute noch gar nicht wissen, dass ja, da besteht Windenergie, da ist Windenergie, da ist unheimlich viel Sonne. Und das kann man wirklich für das Land nutzen. Also eine Marketingaufgabe hier in Deutschland oder auch in Ghana? Ja, beide. Mhm. Weil hier ist es natürlich viel besser entwickelt, auch im Marketing. Viele Leute wissen viel mehr darüber. Und in Ghana ist es ja eher nicht so. Und insofern spielt es da noch eine viel größere Rolle. Mhm. Lass uns mal ein bisschen switchen. Sie haben ja 2 Auslandssemester gemacht. Eins in Valencia und eins in Edinburgh. Richtig. Und aus dem Vorgespräch weiß ich, dass es die Art und Weise zu studieren ein bisschen anders ist. Was würden Sie da hervorheben? Ja, definitiv. Also das ist natürlich, als hier bei uns. Da fängt es wieder an bei Kultur. Mhm. Natürlich, die Kultur ist ganz anders. Wie? Ich kann jetzt natürlich ein Beispiel aus Spanien nennen, weil ich ja gerade aus Spanien komme. Natürlich ist jedes Land einzigartig und so ist auch die Kultur. Und in Spanien war es natürlich anders in der Hinsicht, dass man sehr das Leben genießt. Nicht, dass es heißen sollte, dass es hier nicht der Fall ist, aber das ist einfach von Kultur her ganz anders. Man lebt in den, natürlich arbeitet man viel, aber man lebt den Tag, um den Tag zu genießen. Und man lebt nicht da den Tag, um zu arbeiten. Mhm. Und das ist etwas, worüber ich mir immer gar nicht so sehr bewusst bin und was ich dann da wieder an Kultur dazugelernt habe. Mhm. Natürlich gibt es viel mehr. Ich meine, das Essen da ist total klasse. Mhm. Die haben tolle Musik, Flamenco, Salsa. Das ist etwas, wofür ich mich vorher gar nicht interessiert habe, seit ich da bin. Ich kann das zwar leider noch nicht tanzen, aber das ist einfach etwas, wo du sagst, boah, wow, was für ein Tanz. Mhm. Also auch da gibt es unheimlich viel zu lernen. Und das habe ich halt mit dem Studium verbunden. Ja. Und in Edinburgh war das Verhältnis mit den Lehrenden und den Lernenden, den Studenten, war irgendwie anders als in Deutschland. Wie genau? Definitiv. Also was ich da an Erfahrung gemacht habe, ich kam mir ehrlich gesagt da nicht wie ein Studentin vor, sondern das fängt ja schon damit an, dass man den Professor duzt und den beim ersten Namen anspricht. Und
Die Professoren hatten so einen großen Respekt, dass wir von unserem Land dahin kommen, um dort zu studieren und die Kultur zu erlernen und auch dort uns noch mal mehr zu spezialisieren. Und da fing das schon mal an, dass man sich dann selber ganz anders vorgenommen hat, als man sich hier wahrnimmt. Ja, spannender Blick in andere Kulturen. Vielleicht nochmal wieder zurück, was Sie hier aus Hamburg auf jeden Fall mitbringen, ist ja Ihr Engagement in der Jugendarbeit. Ja. Sie haben lange im Jux in der Neustadt gearbeitet. Wie sind Sie darauf gekommen? Ja, richtig. Und zwar, ich habe vorher als Kind haben wir in St. Pauli gewohnt, bis in mein 13. Lebensjahr. Mhm. Und dort gab es ein Jugendhaus, Jugendhaus St. Pauli. Und ich war regelmäßig da. Dort habe ich Hausaufgaben gemacht. Wir sind auf Reisen gegangen. Wir haben dort gebastelt. Und das hat so einen großen Einfluss auf mein Leben gehabt, dass ich das auch zurückgeben wollte. Und insofern, als ich dann die Möglichkeit hatte, mich in Neustadt, das ist ja auch da, wo ich wohne, mich zu engagieren, hat mir das so viel zurückgegeben. Und das ist einfach unglaublich, wenn man sieht, wie man dazu beitragen kann, dass andere Leute sich positiv entwickeln und dass man denen auch ein Beispiel sein kann und deren Leben positiv beeinflussen kann. Mhm. Und deswegen mache ich das. Mhm. Mhm. Ich glaube, damit ist der erste Teil schon die Zeit schon um. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum zweiten Teil von Hamburgisch bei Culture, nämlich dem Hamburg-Ping-Pong. Und da heißt es kurze Frage, kurze Antwort. Frau Kumi, Ihre Lieblingsecke in Hamburg? Lieblingsecke? Oh, Hamburg ist wirklich meine Perle und es gibt so viele schöne Ecken. Aber was ich sehr schön finde, ist definitiv Alster. Da kann man schön spazieren gehen, da kann man einfach, ja, ist einfach schön. Was essen Sie gerne in Hamburg? Currywurst esse ich sehr gerne. Die ja bekanntermaßen oder aus, ja. Aus Hamburg kommt, ja. Nicht? Oder in Hamburg erfunden worden und sein soll, kurz nach dem. Genau, in der Neustadt. In der Neustadt. ja, vielleicht noch, also Freizeitbeschäftigung in Hamburg, also was mit der Stadt zu tun hat? Freizeitbeschäftigung, was mit der Stadt zu tun hat. Also ich gehe immer sehr gerne spazieren und entdecke dabei, obwohl ich hier aufgewachsen bin, dass es so viele Ecken gibt, die ich doch nicht kenne. Und das ist etwas, was ich schön gerne mache. Da findet man auch schön Ruhe in sich und kann sich auch dabei schön in sich kehren. Okay. Eine Hamburger Tradition, was ist das für Sie? Hamburger Tradition. Hamburger Tradition. Was Traditionelles in Hamburg? Fischmarkt. Ja. Aha. Und ja. Was ist Hamburger Moderne heutzutage? Hamburger Moderne. Definitiv die Vielseitigkeit, würde ich sagen. Weil oft wird ja gesagt, Hamburg ist die Stadt der Vielseitigkeit. Und ich glaube, Leute werden sich mehr und mehr dessen bewusst. Und man liebt das auch mehr und weiß es immer mehr und mehr zu schätzen. Also Vielseitigkeit auch im Sinne von Vielfalt. Also, ja, genau. Also die Menschen. Ja, ehrlich gesagt, in allen Bereich, von den Menschen, man kann vom Essen her, vom Ausgehen her, es gibt so viel in Hamburg zu entdecken. Aha. Okay. Und kommen wir mal zu den Hamburgern, also zu den Menschen. Wer ist für Sie ein, von den Männern her ein typischer Hamburger? Von den Männern her? Christoph Gregg. Wer ist das? Christoph Gregg ist der Leiter aus dem Jugend- und Kulturzentrum. Und er ist nicht aus Hamburg, aber für mich ist er ein echter Hamburger, weil er hier das präsentiert, was ich denke, was Hamburg präsentiert. Er ist vielfältig und ist so offen. Und das ist das, was für mich persönlich Hamburg präsentiert. Eine Frau, eine Hamburgerin. Eine Hamburgerin, würde ich meine Mutter sagen, Philippa. Man fragt sich natürlich, warum sie, weil sie weltoffen ist. Und das uns auch so beigebracht hat. Und deswegen ist sie für mich eine echte Hamburgerin. Aha, klasse. Eine letzte Frage ist, wenn Sie ganz Hamburg in ein Symbol packen, was ist das Symbol? Das Symbol? Würde ich sagen, das Symbol. Michel. Weil dort auch
das sehr vielseitig ist, Michel. Es präsentiert nicht nur die Kirche, den Glauben, sondern auch Status von Hamburg. Wie war? Ja, Frau Kubi, vielen Dank. Das war der zweite Teil von Hamburg bei Culture, meine Damen und Herren. Und wir kommen jetzt zum dritten Teil, nämlich zu der Frage, was macht eigentlich Hamburger Mentalität und auch Identität aus? Und Frau Kubi, da kommen wir jetzt mal zu Ihnen und Ihrer persönlichen Geschichte. Wie sehen Sie sich selber von der Identität her? Ja, wie sehe ich mich von der Identität her? Also ich würde definitiv sagen hamburgisch und auch ghanaisch. Also, und zwar, ich bin hier in Hamburg aufgewachsen, ich liebe Currywurst, ich liebe die Menschen, ich liebe die Vielfalt und genauso liebe ich auch meine ghanaische Wurzeln und das ist das, was ich denke, was Hamburg ausmacht, die Vielfalt. Ein bisschen haben Sie schon beantwortet, was ist an Ihnen hamburgisch, aber wenn wir mal so ein bisschen in die Stereotypen gehen, die Sie auch kennen, also gibt es was, merken Sie vielleicht, wenn Sie viel mit, oder wenn Sie Ghana sind, also was ist an Ihnen sehr hamburgisch? Ich würde sagen, dass ich sehr offen bin, dass ich ein sehr offener Mensch bin und dass ich neugierig bin, immer Neues zu lernen. Okay. Und Wenn jetzt Menschen aus Ghana hierher kommen, ne, und Sie haben ja da durchaus Kontakt, was erzählen Sie denen vorher oder was sollten die vorher über Hamburg wissen oder über den Umgang mit den Menschen hier? Ja, also was ich wichtig finde, ist, wenn man Menschen verstehen möchte, dann muss man die Geschichte verstehen. Und ich würde mich definitiv sagen, dass sie vorher nicht nur über Hamburg lesen sollen, sondern auch sich mit echten Hamburger, wenn die Möglichkeit besteht, auseinanderzusetzen und sich Tipps zu holen, was es heißt, wie man hier lebt. Ja, zum Beispiel. Was wäre ein Tipp? Wenn man hierher kommt, was für ein Tipp? Dass die Menschen vielleicht, weil in Ghana ist, wie gesagt, die Kultur in Ghana ist ja völlig anders. Und was ich sagen würde, ist, dass sie bereit sein sollen, dass es anders ist. Dass sie nicht erwarten sollen, dass sie wieder nach Ghana fliegen. Sondern dass, weil oftmals ist es ja so, dann kommen die her und denken, oh ja, jetzt habe ich Ghana Teil 2. Aber es ist nicht so, das ist in Hamburg. Und das ist das, glaube ich, worüber sich die Menschen bewusst sein müssen. Was ist das Schwierige? Also was ist wirklich anders? Also was ist schwierig? Das fängt schon beim Wetter an. Okay, ja, aber so vom Umgang her, vom Verhalten? Vom Verhalten, dass man natürlich vielleicht, dass die Menschen vielleicht skeptischer sind manchmal. Mhm, okay. Und dass sie nicht vielleicht so offen sind, was man glaubt. Mhm. Und dass man sie näher kennenlernen muss. Und wenn man sie dann näher kennt, dass sie dann definitiv offener sind. Mhm. Also der Umgang mit unserem Skeptizismus. Dass man gleich, wenn da jemand kommt, sagt, hey, hallo, ich bin der und der, dass man dann gleich sagt, okay. So, weil das ist etwas, was in Ghana nicht der Fall ist. Man geht und sagt, hey, ich bin der und der ist mein Vater. Mhm. Und die Leute gehen dann gleich hin und auf einen zu und sind bestimmt auch vielleicht skeptisch, aber das zeigen die nicht so offen. Und hier zeigt man das dann eher offen. Das ist das etwas, was die nicht warten, wo die dann denken, oh Gott, der oder sie ist total kühl. Also, dass man das weiß und sich dessen bewusst ist. Mhm. Wenn wir in andere Kulturen fahren, und Sie kennen sich ja nun gerade mit Afrika gut aus, Sie waren unter anderem in Südafrika bei der WM, haben Sie gearbeitet? Ja, richtig. Und sind da ja auch so ein bisschen so eine Kulturbotschafterin. Oder? Gewesen. Wie war das? Ja, also wie war das? Die Leute waren natürlich sehr erschrocken, sage ich schon fast, wenn die dann gemerkt haben, dass ich Deutsch sprechen kann. Das war, hey, woher können Sie denn bitte Deutsch sprechen? Da habe ich gesagt, ja, ich bin eine echte Hamburgerin. Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen. Und da sind, glaube ich, lernen auch dann Menschen auch das erste Mal, dass man nicht blauäugig sein muss und blond sein muss, um hamburgisch zu sein. Und ja, und das ist, glaube ich, auch schon eine kleine Botschaft, die sagen, okay. Nicht blauäugig, nicht blond und trotzdem hamburgisch. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine kleine Botschaft. Sie gehen ja sehr selbstverständlich und auch, ich würde fast sagen, selbstbewusst mit diesem, Ihrem Anderssein, So-Sein, Hamburgisch-Sein um. Ja. Das ist für Sie eins.
Wo kommt das her? Also wo haben Sie die Kraft? Weil ich kann mir vorstellen, dass das sicherlich auch nicht immer einfach gewesen ist in der Kindheit und so. Und nicht? Da sind Sie bestimmt öfter mal so aufgefallen oder alleine oder so. Also wo kommt die Kraft her? Definitiv. Also ich bin immer zweikulturell aufgewachsen. Und zu Hause haben wir Ghanaisch gesprochen, Chi genau zu sagen. Wir haben die Musik gehört, wir hören ghanaische Musik, essen Ghanaisch. Und wenn man das von zu Hause lernt und auch vor allem die Sprache, weil die Sprache ist ein Schlüssel, um die Kultur zu verstehen. Und wenn du all diese Sachen hast, dann weißt du, woher du bist. Und wenn du weißt, woher du bist, dann bist du auch offen für andere Sachen. Und das ist das, was, glaube ich, ich von zu Hause sehr gelehrt bekommen habe. Also woher zu sein, also nicht nur zu wissen, sondern auch im Herzen, also richtig, so ein Gefühl von Sicherheit. Richtig, also meine Mutter hat uns viel über die Geschichte erzählt. Sie hat uns, wir haben auch richtig ghanaisch gelebt, aber genauso habe ich auch deutsch gelebt, indem ich draußen war und auch sehr viel dort über die Kultur gelernt habe und über die Sprache. Insofern, wenn man dann mit beiden Sachen gleichzeitig aufwächst und beide dann zu schätzen weiß, dann weiß man, dass es ein Gewinn ist. Mhm. Und das macht einen, glaube ich, definitiv ja, selbstbewusst. Mhm. Sie sind ja jetzt jung und so ein bisschen auch durch Ihre Arbeit haben Sie ja durchaus mit älteren Menschen zu tun. Das heißt, für Sie ist das schon so ganz selbstverständlich, dieser Mix, diese Vielfalt, ja, und so weiter. Und dann ist es aber so, dass man dann ja auch mit Menschen aus anderen Generationen zu tun hat. Für die ist das ja nicht so selbstverständlich. Was würden Sie denen sagen oder was würden Sie denen gern mit auf den Weg geben? Definitiv, das stimmt. Das ist für viele nicht selbstverständlich. Und manche denken auch, dass sie sich entscheiden müssen zwischen zwei Kulturen. Entweder bin ich ghanaisch oder deutsch, mhm, oder entweder bin ich türkisch oder deutsch. Und ich denke, dass das sich ändern muss, dass ich dann eher sage, nee, du bist ghanaisch deutsch. Du bist nicht deutsch, du bist aber auch nicht ghanaisch, aber du bist beides. Und wenn man denen das vorlebt und sagt, ja, du hast zwei Kulturen und das ist super toll, du hast etwas, was viele andere Leute nicht haben. Mhm. Das ist das, wo die dann, glaube ich, dann auch mehr selbstbewusst sind und sagen, ja, ich muss gar nicht türkisch sein, aber auch nicht deutsch, sondern ich bin beides und das ist das, was mich ausmacht. Ja, dieses Beides, ne? Genau, dieses Beides. Ja, ja, auch gerade, wenn ich mir das so als Bild vorstelle, weil ich weiß noch, also ich habe mich ja, ne, das ist ja ein Thema, mit dem ich sozusagen schon lange zu tun habe, aber ja, früher, Entschuldigung, als ich anfing mit diesen, ne, vielen Kulturen und Menschen aus vielen Kulturen zu tun zu haben, da war so ein häufiger Satz oder so eine Metapher wie, ach ja, die sitzen ja zwischen allen Stühlen. Ja. Ne, und dieses Dazwischen und nach dem Motto nirgends zugehörig. Richtig. Und Ihr Bild ist ja ganz anders. Das ist ja, wir sind beides. Richtig, aber das ist auch etwas, was du lernen musst. Und klar, du gehst nach Ghana und dann sagen die, oh ja, sie ist ja total deutsch. Dann kommst du bei den Deutschen an und dann heißt es, ja, ja, sie ist ja total ghanaisch oder afrikanisch. Mhm. Und klar setzt du dich dann damit auseinander und denkst, was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt nur deutsch oder bin ich jetzt ghanaisch? Und das ist etwas, was du, glaube ich, gar nicht so sehr lernst, wenn man nur hier ist, in Hamburg. Aber wenn du ins Ausland gehst und dann denkst, boah, ich kann das und das und ich bin offen, ich möchte mehr über Spanien erfahren und das ist etwas, was für mich eine Bereicherung ist. Die essen anders, die tanzen anders und das ist dann auch, wo du dann anfängst, über dich zu reflektieren. Das heißt, das stimmt schon, das heißt, das ist nicht etwas, was von Anfang an gegeben ist und da hast du auch in der Hinsicht das auch als schwieriger, weil du dich dann ja auch als Identität finden musst, um dich zu identifizieren, bin ich jetzt nun deutsch, bin ich jetzt türkisch, bin ich ghanaisch oder was auch immer. Und ja, insofern ist es auch etwas, was ich finde, worüber die Eltern sehr viel mit den Kindern sprechen müssen und die davor vorbereiten, weil das dann oft nicht passiert und viele Kinder weder Deutsch gut können, noch können die Ghanaisch gut, noch können die andere Sprachen gut. Und was ich finde, was man auch an den Eltern weitergeben muss, ist, es ist wichtig, dass man den Kindern die Sprache beibringt und gut beibringt, dass die auch über die Kultur lernen und auch die Kultur verstehen. Weil nur so kannst du dich entweder damit identifizieren oder auch nicht. Und so, denke ich, hatte ich immer das Glück, dass ich immer zwischen zwei Stühlen setzen konnte. Ich konnte in der Kultur leben und sagen, ja, ich bin ghanaisch, aber ich konnte auch einen Schritt zurückgehen und auch viele Sachen auch kritisch sehen. Mhm. Und wenn du das dann so beide lernst und dich damit beschäftigst, nur dann besteht die Möglichkeit, glaube ich, auch. Mhm. Und dieses, was ich ganz wichtig fand, eben dieses Gefühl der, also auch wirklich Sicherheit und auch sich zugehörig fühlen zu können und nicht einfach nur so, ja, oh Gott, ne? Das haben ja ganz viele hier, sie beschäftigen sich ja auch
mit den Kindern, ne, und den Jugendlichen, dass viele Eltern, die aus anderen Kulturen hierher gekommen sind, denken, sie müssten mit ihren Kindern Deutsch sprechen. Genau. Na, und das hat ja dann auch leider, das ist eine gute Absicht, aber schlechte Folgen. Definitiv. Meine Mutter hat uns immer gesagt, ja, ich spreche nur Deutsch. Mhm. Wenn du nach Ghana gehst, deine Oma kann kein Deutsch. Das heißt, sie kann dich nicht verstehen. Du kannst sagen, wie geht's dir, aber dann wird sie dich so angucken. Insofern, wie gesagt, finde ich auch ein Schlüssel zum Kultur, dass du die Sprache verstehst. Weil wenn du die Kultur lebst und die Sprache verstehst, kannst du hingehen und auch dich mit den Leuten unterhalten. Und dann fühlst du dich auch zugehörig. Aber allein schon, wenn du die Sprache nicht verstehst, schon, dann hast du auch nicht die Möglichkeit, einen Zugang zu finden. Okay. Und ich glaube, die Zeit läuft und wir kommen langsam schon. Oh, da muss was neu verkabelt werden. Oh, das Mikro. Danke. Wir kommen langsam schon zum Ende der Sendung. Und insofern würde ich gerne noch mal fragen, abschließend, wir haben ja jetzt viel so über auch Positives über Hamburg gehört und wie weltoffen und so das ist. Also noch mal aus Ihrer internationalen Perspektive geguckt, was, und Sie hätten diesen berühmten Zauberstab, Sie könnten hier von jetzt auf gleich was verändern, was würden Sie Hamburg und seinen Menschen wünschen hier? Ja. Also ich würde uns wünschen, hamburgisch zu werden. Das nicht nur zu sagen, jetzt fragt man sich natürlich, was heißt denn hamburgisch? Das nicht nur zu sagen, Hamburg ist eine weltoffene Stadt, sondern das auch wirklich zu leben und vorzuleben. Ja, klasse. Was wünschen Sie sich für Ihre eigene Zukunft? Für meine eigene Zukunft? Definitiv Balance zwischen Familie und auch mich in meinem beruflichen Karriere zu entwickeln. Und wird definitiv international sein, die Karriere. Definitiv. So viel können wir schon sagen. Genau. Ne? Und vielleicht last but not least, was ist Ihr Lebensmotto? Mein Lebensmotto ist, nothing is impossible. Vielen Dank, Britta Kumi, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und uns so ganz neue Perspektiven eröffnet haben auf das Hamburgischsein. Und meine Damen und Herren, das war's für heute. Hamburgisch bei Culture, da ist meine Kamera. Ich hoffe, Sie haben auch durch neue und andere Augen gucken können, wie Vielfalt und wie das alles zusammengeht, wo wir als Deutsche immer denken, wir müssten uns entscheiden, das eine oder das andere. Und Sie können diese Sendung in der Wiederholung sehen, noch diesen ganzen Monat. Und ansonsten danke ich dem Team für die Mitarbeit, dem multikulturellen Team hier an dieser Sendung. Und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Infos im Blog goingglobal.de. Vielen Dank fürs Zugucken und tschüss.